Servus Fritzi und hallo zu einer weiteren Folge des Wahnsinns Fette Bräute von Schoki und Banoki. Schoki, Banoki. Genau, ihr habt es richtig begriffen. Doch. Schon immer so gewesen. Aufzusammeln. So, Schoki, ich habe hier eine Frage für dich. Und ich bin mal gespannt, ob du sie lösen kannst. Ich glaube nicht. Das ist nämlich echt eine fiese Frage. Also er hat schon viele leichte Fragen beantworten können, aber so eine fiese nicht. Bist du right? Mach doch einfach mal, ehrlich. Ja. Du kannst einfach auch auf den Senkel gehen mit deiner... Du kannst auch weglassen. Also ich kann dir auch einfach nur auf den Senkel gehen. Das können wir auch gerne machen. Ja. Dann sehen wir uns aber vom Scheidungsanwalt wieder. Das sage ich. Scheidungsanwalt, genau. Also, hier die Frage. Warum beschäftigt ein Wiener Süßwarenhersteller einen Steinmetz, der in einem rosaroten Overall herumläuft? Der Wiener Süßwarenhersteller ist Steinmetz, ja, und rosaroter Overall. Der Wiener Süßwarenhersteller ist homosexuell. Nein. Hä? Nein. Nein. Ich dachte, es wäre vielleicht so eine verflossene Liebe. Ist auch nicht farbenblind. Und die ja. In einem rosa Anzug. Ja. Ein Anzug. Also Overall. 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 Ja. Der Stein, macht der Steinmetz denn seine Arbeit oder ist er einfach nur zufälligerweise Steinmetz? Der macht seine Arbeit. Also der, macht sowas von. Was der die Steine metzt, links und rechts metzt er die Steine. Im Anzug oder nicht? Im Overall. Also der metzt also wirklich, ne? Die Steine. Ja. Und der Süßwarenhersteller, nee, was war das? Süßwaren? Der Süßwarenhersteller, der Wiener Süßwarenhersteller, beschäftigt diesen Steinmetz. Und dieser Steinmetz hat einen rosaroten Overall an. Es geht um Lakritze. Nein. Schade. Aber du kennst die Produkte. Süßwaren? Die Produkte von diesem Wiener Süßwarenhersteller. Achso, die kenne ich sogar. Also es ist ein bekannter Süßwarenhersteller. Es ist ein sehr bekannter. Wiener sind Lind. Nee, ist das Wienerisch? Nee. Es ist Schokolade. Schokolade? Es hat was mit Schoki zu tun. Schoki! Ja. Aber nicht ausschließlich. Okay. Es ist eine Zutat, aber nicht ausschließlich. Aha, okay. Und der Steinmetz? Metzt der Steine oder metzt er was anderes? Der metzt die Steine. Der metzt die Steine. Das heißt, er macht Formen für die Süßwaren? Nein. Warum machst du denn so komisch? Weil du sagst, er macht Formen. Frag mal einen Steinmetz. Und, haben Sie heute schon Formen gemacht? Kennen Sie George Formen? Egal. Ja. Also. Ich kenne The Four Horsemen. Egal. Die Frage lautet ja, warum in einem rosa Overall? Beziehungsweise, warum überhaupt Steinmetz? Also ich gebe dir eine Hilfe. Ja, bitte. Weil du die extrem dringend benötigst. Und zwar in vielen Bereichen. Ja, gib mir eine Hilfe. Komm. Es geht um die berühmten Neapolitaner. Das sind diese Waffelkekse. Ja, ja. Mit der Haselnuss-Schokoladen-Cremefüllung. Ja, ich weiß. Der Hersteller ist die Firma Manna. Ja, Manna. Kennst du? Nein. Und die Originalverpackung ist dieses rosa. Ja? Die sind rosa? Ja. Ah ja, stimmt, das ist so rosa angehaucht. Genau. Okay. Ich war letztens auch in Wien, war auch tatsächlich in dem Laden, das ist der Hammer. Ist ja meiner. Aber warum beschäftigen die einen Steinmetz, der in diesem rosa-roten Overall rumlaufen muss? Ich bin verzweifelt. Gut, ich löse warte es. Warte mal. Du löst nicht auf. Warte mal. Der Steinmetz steht in dem Laden. Nein. Und der macht, ich weiß. Halleluja, Baby. Ich verrate es aber nicht. Nee, warte mal. Der steht im Laden und macht das für die Touristen. Nein. Ich habe doch schon gesagt, der steht nicht im Laden. Aber der macht das für Touristen. Also. Ja, der Süßwarenhersteller Manna hat auf jeder Packung den Stephansdom drauf. Als Wappen, als Zeichen. Und als Dankeschön dafür, dass sie den Stephansdom abbilden können, nutzen dürfen, haben sie einen Steinmetz angestellt, der den Stephansdom in Schuss hält. Und der trägt einen rosafarbenen Overall, weil von der Firma Manna.
Ach so! Ist doch ganz der einfach. Ist ja gar nicht. Lag doch auf der Hand. Ach so. Von die stellen ihn ein. 10 von 9 Leute hätten das gewusst. Ja, genau. Das ist der Deal sozusagen. Genau. Der Deal ist, okay, ihr dürft unseren Dom abbilden auf eurer Packung, aber ihr müsst uns dafür entweder was bezahlen. Nee, machen wir nicht. Okay, dann stellt ein Steinmetz ein, der... Ich weiß nicht, ob der Gesprächsverlauf dieser war. Auf jeden Fall ist, ja, ja, die kümmern sich darum, dass der Stephansdom in Schuss gehalten wird durch den Steinmetz. Und als Werbemaßnahme hat er noch so ein rosa Overall. Was ja eigentlich eine saugeile Idee ist. Ja. Da klettert da einer rum und läuft im rosa Manner... Wer ist das? Overall rum und ja, hervorragend. Das war wieder Shoki Banoki on the road. Wir haben wieder die ganz wichtigen Fragen der Menschheit geklärt. Ich dachte, ignoriert. Ignoriert auch, ja, gleichzeitig. Okay. Ja. Ich sag Cheerio, Miss Sophie, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.